Guten Morgen. Bei Wahemle Schafoda am Nome Jesu Christi, komm ein Nedien, ich danke dir für dein Leib. Ich danke dir für diesen neuen Tag, für deine Güte, du bist ein wunderbarer Gott. Ich bete, Herr, dass du zu uns redest. Halb uns, dass wir dein Wort verstehen. Ja, von uns ein gehorsamer Tod. Herr, halb, dass wir die Leibe, dass wir uns auch auf dir rechten. Und dass wir in die Ruhig waren, im Namen Jesu. Amen. Vers 8 von Kapitel 41 von Jesaja sagt, der Herr sagt, Israel, du bist das Volk, das mir dient. Dich habe ich erwählt, du stammst von meinem Freund Abraham ab. Dich allein habe ich vom Ende der Erde herbeigeholt. Im Kreuze sind auch wie Gott und Jesus Christus. Läuft haben. Wir sind Gottes Volk, Kreuzes Israel. Wir sind euch im Glauben an Jesus, Abrahams Nachkommen. Wir sind berufen. Und er hat uns herbeigeholt, so dass er sagt. Und sagt er wieder, du sollst mir dienen. Das ist nicht eine Frage, weißt du mir deine? Gott sagt, das ist ein Volk, du sollst mir deine. Ich hatte dort geraubt. Jesus, die Bibel sagt in Römer, dass wir uns nicht mehr selbst hier, wenn es Jesus auf uns frei kauft, nur hier wie arm. So, ich glaube, da habe ich vorher nicht Verständnis, Eva. Und glaube, dass wir wieder uns eigentlich noch nicht kennen. Wir sollen das Lehre Gott fragen, was von uns will, jeder Tag. Und dort drinnen. Dich habe ich erwählt, und nicht verstoßen, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Das ist so wunderbar. Also ich glaube, das erste, was man hier erkennen muss, hat Gott mir geraubt, siehe ich, hier zu Gottes Volk, siehe ich beziert, siehe ich in Jesus. Und dann ist der Abrebt im Gehorsam. Und nur dem Gehorsam kämpft der Schutz Gottes. Verspreit Gott. Er wird uns bewahren. Er wird uns mit seiner siegreichen Hand beschützen. Und wenn Gott mit uns ist, wir können jenen sein. Herr, ich bete, dass wir dein Wort verstehen. Ich bete auch, dass wir gehorsam sind. Dass wir treu sind. Dass wir an dich bleiben, Herr. Ja, von uns ein rechtschaffener Tod, im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.